Heute führen wir eine 3D-HIFU-Behandlung durch, das heißt eine hochintensiv fokussierte Ultraschallbehandlung, die zur Glättung der Hautflächen dient, ebenfalls zur Fettreduktion. Das heißt, alle Menschen, die zum Beispiel hängende Gesichtspartien haben, wie hängende Wangen, Doppelkinn, all das wird mit diesem Gerät glatt gezogen. Unser Ziel ist, die Hängewangen ein bisschen nach oben zu straffen, zu liften, sowie die Augenlider, die ein wenig schon runterhängen, nach oben zu ziehen. Das, was man gerade hier hört, das sind die Ultraschallwellen, die unter die Haut geschossen werden und somit auch die Fettreduktion und Straffung der Haut erzeugen. Mit dem Gerät kann man, je nachdem, welche Partie man behandelt, unterschiedliche Stärken einstellen. Das heißt, ich kann mit 1,5 mm Tiefe arbeiten, ich kann mit 3 mm Tiefe arbeiten, bis zu 13 mm, die man für den Körper benutzt. Die Ultraschallwellen, die jetzt durch die Haut geschossen werden, sind absolut schmerzfrei. Manchmal kann man ein leichtes Pieksen hören oder fühlen. Das ist die Wärme, die man dann mal kurz gespürt hat, aber ansonsten ist die Behandlung schmerzfrei für jeden Kunden. Die ersten Ergebnisse nach einer HIFU-Behandlung sind nach wenigen Tagen bereits sichtbar. Bei einigen Kunden direkt, sogar nach der Behandlung, sieht die Haut deutlich frischer und prahler aus. Die Endresultate sind jedoch der Glättung der Haut nach 60 bis 90 Tagen sichtbar, da ein neues Kollagen sich bilden muss. Das Besondere an dieser Behandlung ist, dass das ein 3D-HIFU-Gerät ist. Das ist die neueste Technologie, die wirklich so intensiv fokussierte UV-Strahlen von sich abgibt, dass die Strahlen auch nicht nur in einem Durchgang geschossen werden, sondern auch bis zu 11 Linien gleichzeitig. Und somit spart man sich enorm viel Zeit bei dieser Behandlung und die Ergebnisse sind natürlich durch die fokussierte Abgabe der Strahlen enorm gut. Nach der Behandlung ist es wichtig, Sonnen zu vermeiden. Das heißt, die Kunden dürfen nicht auf die Sonnenbank gehen, kein Sauna, kein Solarium. Alles, was Wärme erzeugt, ist nicht erlaubt, circa 2 Wochen.